Der meint noch. Hat mal. Diese Punkte sehen so ähnlich aus wie beim Farmer von Harvest Moon, wenn er irgendwie erschöpft ist, oder? Oh, Eleanor scheint sich gerade zu einer ganz anderen Entdeckung hinzugeben. Ganz anderen, ja. Will ich mir diesen Bereich alleine besiegen. Ich weiß nicht, was er meint. Ich verstehe es nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Alle Wörter noch ein. Diese Apparaturen rühren im Äther wie ein mächtiger Quirl. Tun sie übrigens alle. Was? Keine Aussage? Nichts zu den Scheibenwischern? Kanas hat nicht zu viel versprochen. Erstaunlich ist das etwa. Ein Ätherfluktuator? So ein Gerät lässt das Gefüge der Welt selbst erzittern. Hoho, ich bin ganz schön oft der Weihnachtsmann. Das möchte ich zu gerne ausprobieren. Ja, spielen wir ein bisschen mit der Realität herum. Fluktuator ist ein mächtiges Instrument in der Theorie. Und nun? Ah, ich bin gut. Na nun, so die Technik auf ein kristallinen Naturbrunnen, das wäre in der Tat ungewöhnlich. So ein Kristall strahlt etwas aus, das an einer Erinnerung zupft. Eine unangenehme Erinnerung. Vorsichtig weiterfassen, ist immer gut. Schränkt Bilder mir auf. Das können nicht Teile meiner Erinnerung sein. Teufel noch eins. Irgendwas in meinem Geist auf den Kristall reagiert. Yeah. Einfälliger Wirtskörper. Ha! Er hatte nicht die blasseste Ahnung, was in seinem Inneren reifte. Ich! Ja, ich hab total Angst. Har, har, har! Die Neugier des alten Esel hat ihn mir ganz und gar ausgeliefert. Und nun werden seine Gefährten lernen. Was wahre Pein. Was ist das? Kuschelhäschen. Richtig böser Professor Eisen. Es sind die bereits die allseits bekannten niedrigen, friedlichen, harmlosen Kuschelhäschen. Oh, ich hasse sie. Ich verabscheue sie. Aber sie im Fell lassen sich ganz fabelhafte Kartoffeln herstellen. Dann los, böser Professor Eisen, schnappen Sie die Häse und sammeln Sie ein paar richtig gemeine Erfahrungspunkte. Schön. Ich meine, ernsthaft. Das ist, daraus könnte man gleich ein ganzes Spiel machen. Wenn ich sie mal treffen würde. Was passiert überhaupt, wenn man nicht weitersucht? Kann man auch weiterspielen oder so? Oder muss man das Spiel hier machen? Warte mal da! Nein, Zeitanzeige habe ich keine, hoffe ich einfach mal. Vielleicht wird es auch nur von meinem Framecounter überdeckt. Wir lachen ein bisschen irre um mich, ne? Komm her. Hopp! Ja. Yeah. Oh ja. Das nenne ich eine willkommene Abwechslung. Warten Sie nur ab, böse Professor Eisen. Warten Sie nur ab. Soll das heißen, Stimme? Was? Nein! Die Geräte! Wer hat die Zerstörung angerichtet? Und was knackst da so komisch? Sie selbst, Professor Heißen, ja. Ich! Warum sollte ich so töricht sein, die Apparaturen zu zerschlagen, die ich benötige? Die Transformation war noch nicht komplett. Nun ist alles gefährlich. Gefährdet. Der Wirtskörper! Wo meinen Sie, kam eigentlich die Kuschelhäschen auf einmal her? Welch Heimschücke! Das bin kuschelige Raserei versetzt, Stimme! Fällt dir ein, das Geschehen liegt zu kommentieren, nicht zu beeinflussen. Sie haben die Geräte ganz alleine zerschlagen, versweisen. Haarspalterei, ich werde verflucht. Wirtskörper bäumt sich gegen meine Präsenz auf. Ich gehe diesen Leib nicht mehr frei. Er muss mir aus meinen Tentakel schneiden. Nein! Und gütiger, mir auf einmal so eigentümlich zumute, geradezu wunderlich. Zappalo, die kostbare Maschine, ich barbart hier gewütet. Eigenartig, als ob etwas in mir gierig nach diesem Kristall verlangt.
erkenne mich kaum wieder. Was ist denn nur los? Hm. Schockschwere Not. Geht ihr wieder Maschinenstürmer um? Ich spreche jetzt ganz langsam. Ich nehme an, jetzt sagt er immer dasselbe. Schalter lässt sich nicht mehr beheben. Beheben. Ich behebe den Schalter. Alle Wetter. Ich bin hier erschöpft. Kommt doch das Alter durch. Sollte. Na, na, alter Junge. Fasse dich und denke an eine Zukunft, die dir auch dein Herz zutragen wird. Ein Herz, ein... Ach, leck mich. Liebe erscheint zuweilen als hartherzige, abweisende Herrin. Jeder von uns muss diese Erfahrung machen. Auch wenn du es in diesem Moment nicht glauben magst, wirst du aus einem dunklen Tal doch wieder emporsteigen. Schlaf wirst du offenbar ohnehin nicht finden. Vielleicht findest du in einigen meiner Bücher wenig Ablenkung. Ich weiß, es ist trockenes Zeug darunter, aber gerade das bringt dich auf andere Gedanken. Ja, bestimmt. Aber ich bin müde für zwei. Gute Nacht, mein Lieber. Weißt du, das klingt irgendwie stückweise ein bisschen wie Terranigma-Musik. Nächsten Morgen in Fräulein Elinors Zimmer. Oh, Moment. Sind die beiden immer noch? Nein. Na dann, Licht an. Du Strumpfbandmörder, du. Fällt mir ein. Oh je. Was hast du denn, Töpfchen? Ich kenne nicht einmal deinen Namen. Stoppen! Von Wackwitz. Ach, den noch nicht, Dummerchen. Ich meine deinen Vornamen. Ach so! Wollen wir auch schon zu Wundern anfangen? Na? Also den Vornamen? Hagebrecht, Wogen, Grimm, Duderich, Fergelfred, von Wackwitz. Oh Gott. Hagebrecht. Mein Großvater! Und der Freiheitskrieg von tollwürdigen Schafen niedergeritten. Ah! Herrlich. Boah. Ehrlich. Uran, mütterlicherseits! Er fand die Badewanne im Stöpsel, auf Vorsicht verschollen. Hielt wohl nicht so gut, der Stöpsel. Oder nicht? Begründer, der Mackwitz-Sippe! Belagert einmal 3 Monate die eigene Burg! Tolles Geld durch und durch. Ah, schön. Ja, das wäre doch auch mal eine lustige Idee für ein Spiel, wo man seine eigene Burg belagern kann. Ferkelfried? Unangenehme Sache, das! Herr Papa, war leider sturzbetrunken bei der Taufe! Himmels Willen, Schatz, da kann ich dich unmöglich nennen. Ersatzweise, noch meinen Dienstnummer kennen! Immer wieder, alte Verdacht, du weißt, was hier nie ist. Sag mal, Schatz, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Okay, war kurz abgelenkt. Ringe, wie immer mit diesem heiligen Klopf! Fertig. Potztausend! Und jetzt komm, Schatz, heute ist der Tag unseres Heimflugs. Schrank ist leer. Sag ich auch andere Interessen? Lass uns den anderen sehen. Oh, was denn? Oh, ich bin schon wieder ganz unten. Ah, die sind was? Nein. Nein. Abgelehnt. Vergiss es. Da gehe ich nicht rein. Das sind Menschen. Das ist ekelhaft. Hey, vielleicht kann ich die Bücher ansprechen. Was willst du? Trübt glatt mein Monokel ein! So langweilig ist das! Trübt sich glatt, ach leck mich. So, machen wir das Licht an. Dann bekommen die Marsherren am Schluss eine Stromrechnung, die sie gewaschen hat. Die mache ich fertig. Können sie den Krieg vergessen. Guten Morgen, setz dich geschwind, bevor ich gar nicht zum Frühstück übel. Klasse. Dahin, Teuste! Töpfchen! Lass doch bitte das Haken schlagen. Komm, sonst ist das fast ein Herzanfall, wenn du nicht höflich sein möchtest. Herz. Jawohl, Liebling! Schön. Guten Morgen, liebes Wesen. Ist denn noch gar nichts? Ich werde mir künftig die getriebene Konzentration auf die leibliche Seite des Daseins versagen. Scheint es verändert zu haben. Was tust du plötzlich? Ich habe die gestrige Nacht von einigen erbaulichen und vielen leidigen Reflexionen verbracht. Meine Nacht dient der Erhebung des Geistes. Will er hier Andeutungen machen? Mich trachtet es nach anderen Genüssen als den schnöder körperlichen Sinne, mein Herr. Ach, das ist fein, die Kreatur. Dann legst du bestimmt keinen Wert auf deine Tasse Kaffee. Vielen Dank. Sind ebenso irritierend wie faszinierend, werte Gäste. Meine Hauptkurbelwelle läuft ganz schwer bei dem Gedanken, dass die Stunde des Abschieds naht. Kurze Zeit, die sie mir ihr Gastgeber zu sein vergönnten, habe ich unendlich genossen.
und ich möchte noch einmal für die nächtlichen ächzenden Stöhnen in den Rohrsystemen entschuldigen. Es ist mir unerklärlich, woher es rührte. Bagatelle! Glaube kaum, dass jemand davon belästigt wurde! Ist einiges ungewöhnlich. Soll einem Haushalt eines morgenmanteltragenden Roboters bitte ungewöhnlich sein? Frage mich nur, was im Wartungsraum mit Apparaturen passiert sein mag. Das war sehr befremdlich. Ich muss gestehen, ich habe keine Erklärung. Es scheint das Werk eines Tobsüchtigen zu sein. Würde mich nicht wundern, wenn einer ihrer Blechkameraden ein paar Schrauben lockert! Ausschließe es natürlich nicht, Wetter. Ein Wort zur Abreise. Ja, wie steht es um unsere Heimreise? Seien Sie unverzagt und guter Dinge, gnädige Frau. In wenigen Stunden wird das Weltenschiff der Herrn. Befremdlich, warum wurde jetzt das Signal gegeben? Signal! Der pfeifende Dampf gemahnt uns, alles für die Ankunft der Herren bereitzuhalten. Schnell! Bitte sehen Sie mir mal ungeziemte Eile nach, werte Gäste. Aber es wäre töricht, die Herren warten zu lassen. Rasch, die Heldenschiffe warten nie sehr lang. Oh. Kann ich jetzt nicht den Kaffee noch mitnehmen? Hier entlang, bitte. Ich bringe Sie so nah wie möglich an das Weltenschiff. Also was? Wenn es immer so dunkel wird, wollen wir die Zähne wechseln? Sie offenbaren einen betrüblichen Mangel an theatralischer Empfindsamkeit, mein Herr. Fehlt vor allem ein Mangel an Licht? Autsch! Gott, Schatz, mach hier bitte nichts kaputt. Wir sind lediglich zu Gast. Darf ich nun gefämpft laut bitten? Wir sind da. Ich dämpf dich gleich mal. Licht. Ich meine natürlich, die lichte Helle vertreibt das Dunkel. Flange lange Aufklärung! Psst! Seien Sie doch bitte etwas leise. Jawohl, leise sein! Der Schatz, sag ich dir mal so. Ach, du weißt es wirklich besser. Aber es ist schön, dass du dich wenigstens bemühst. Verzeihen Sie mein Ungestüm, aber ich muss zur Eile dringen. Natürlich, mein Bester. Oh, natürlich, mein Bester. Doch sagen Sie, wo sind wir hier? Wir sind im Verladehang der eisernen Stadt. Hier legen die Weltenschiffe an. Was geschieht jetzt? Wenige Augenblicken öffnen wir das Tor, damit die Herren ihre Gondel verlassen können. Möglich lassen sich zu einer Erklärung herab, was die eiligen Umstände des Besuchs betrifft. Ich habe sie so nah wie möglich an die gleich anliegende Gondel des Schiffes gebracht. Falls sie ihr Hangartor öffnet, bewahren sie unbedingt Ruhe. Schön. Ich werde dann die Herren in die inneren Bereiche der Stadt geleiten. Das ist der Zeitpunkt, ab dem wir versuchen müssen, an Bord zu gelangen. Unentdeckt. Die Weltenschiffe wimmeln von tüchtigen Streitern. Ein Kampf kann nicht gewonnen werden. Hoho, dann wird es Zeit für eine List. So ist es. Lassen Sie etwas einfallen. Ich lasse mir einen Stein an den Kopf fallen. Ist das dasselbe, oder? Es wird Zeit. Die Herren sind angelangt. Gehaben sich wohl und viel Glück. Haben Sie vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Vulcanus. Herr Vulcan, der Herr Professor bei uns zu haben. Und ein Geschick, wenn Sie Dampfer gewiss nicht sein. Adige Kavalier. Nicht so schlecht im Herr Vulcanus, Liebster. Ich weiß, sind Sie zur veränderten Hebelstellung, die seinen Charakter bestimmen. Ich habe Erfahrungen darin, das Gute unter harten Schalen zu erkennen. Genug geturdelt, ein Abenteuer wartet. Also halten wir uns bereit. Sie sind da. Öffne das Tor für die Herren. Ja. Na komm schon, spul mal vor. Willkommen, Herren. Euer treuer Knecht entbietet seine Grüße. Sei gegrüßt, Ehrenherr. Euer heutiger Besuch trägt die unübersehbaren Züge des Ungewöhnlichen. Erlaubt mir die Frage, was? Schweig, der große Würger selbst ist gekommen, um die Lieferung persönlich zu befühlen. Das klingt ein bisschen unanständig. Der große Würger, er, was für eine Ehre. Das ist es, in der Tat, Sklave. Ich hoffe, du hast es, hast gut gearbeitet. Denn der große Würger verzeiht nicht so schnell wie ich. Ja, der kriegt keine Luft mehr, schon ganz blau angelaufen. Aha, Mister, verzeiht. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr persönlich kommt, hätte ich. Aber ja, ja, Herr, wenn das euer Wunsch ist. Natürlich, Herr. Ich zeige euch, was immer ihr begehrt, wenn ich vorangehen darf. Sehr wohl, Herr Habenster. Hier entlang, bitte. Na komm. Jetzt gilt es. Liebe Freunde, wir müssen irgendwie an den Wachen vorbeikommen. Ungesehen. Pah!
Schwimmen wir bei Kern fertig! Digga, was uns Vulkanus gesagt hat. Die Schiffe würden uns auf Kämpfern. Ein Kampf wird einfach nur töricht, der Einfallspinsel. Pfff. Woher kenne ich das jetzt? Genug jetzt. Wir müssen etwas einfallen lassen. Suche am Bord zu gelangen, ohne entdeckt zu werden. Sobald du in den grün-gelben Wachstall gerätst, löst du Alarm aus. Viel Glück. Brrrr, wir gehen nach oben. Geben Sie acht, lieber Freund. Die Augen der Wächter wandern sehr flink hin und her. Bitte sehen Sie davon ab, uns durch waghalsige Tollheit in Gefahr zu bringen, Herr Übermut. Sei bitte vorsichtig, Schatz. Psst, und leise. Vorsichtig und leise. Oh, ich kann hier nicht mehr speichern. Ach komm, wir kämpfen einfach mal. Yeah. Eindringling, Eindringling. Hilf, großer da. Ja, wie man sieht, ganz schön viele, was? Der Kampf kann nicht gewonnen werden. Es soll einfach nur symbolisch unterstreichen, dass es ausgesucht ist. Drücke auf F12 und lade noch einmal. Oh, ich bin auch nur alleine. Ja, jetzt greifen wir an. Den Kampf bekommt man später übrigens noch einmal. Und er ist auch da nicht dafür gedacht, gewonnen zu werden. Aber, also zumindest in Version 1.1, was ich damals gespielt habe, ist es möglich. Lass mich kurz überlegen, wo muss ich denn hin? Ah, ich kann doch nicht runter! Verdammt! Also wie gesagt, hier ist es nicht möglich. Aber... später durchaus. Oh. Schaumschlüssel, du kannst ihn... das kann die beklemmen. Was ist das? Das war falsch übrigens. Und wie gesagt, ich werde später auf jeden Fall mal auch alles zeigen. Und also wie gesagt, in Version 1.1 kann man diese Kämpfe gewinnen. Auch wenn die Belohnung mehr so ein leck mich Ding ist. In eine andere Raumecke werfen. Schraubenschlüssel. Was machen wir nun? Wir werden ihn einfach so lange anstarren, bis uns etwas einfällt. Ja, ich weiß, das musste jetzt einfach sein. Ich will auch diesen Kampf zeigen, der ist so schön. Ihr liebt doch diesen Bildschirm, ich weiß es. Ich finde ihn auch total toll. Und ich bin mal gespannt, ob er das mit der Belohnung geändert hat. Ja, yeah. Ja, ja, schaut mal nur. Echter Husarentritt! Jetzt 50 Erfahrungspunkte. So, wackere Leutnant, gib guten Beispiel voran. Jetzt liegt's an mir. Ja, weil es auch so schwer ist. Allwetter. Ich bin aber auch famos in Form. Oder Moment, soll es möglicherweise auch ohne Ding gehen? So schnell bin ich noch nie getippelt. Wird auch mal ins All fliegen, wenn ich geschlitzte Kleider tragen. Moment. Kann man das auch schaffen ohne? Des Jägers Aug mich nicht erblickt. Ich werde zu flink und sehr geschickt. Ja. Ist auch total nötig. Sammelparty hat das Bock geschafft. Das macht doch einmal 100 Erfahrungspunkte auf das stolze Händenkonto. Was jetzt nicht so schwer war. Puh, was für eine Anregung. Aber immerhin sind wir an Bord gelangt. Werde mal dran gehen, das Schiff in unsere Hand zu bringen. Wahnsinniger, haben du Vulkanus Warnung vergessen? Ihr Wimmel ist nur so wach. Du müsst ihr nicht zu ernten. Heimlichkeit ist oberstes Gebot. Ist ein Professor, nachsehen! Ist ein Professor, da nur jetzt zur Liste ringen fest. Steht! Steht! Jetzt ist die Zeit für einen Togun Husarentritt. Steht da! Das Spiel täuscht dich nur. Steht was ganz anderes, als da steht. Sahnstreich! Hehe. Wenn wir zwischen die Gegner fahren! Gar nichts fürs du, Schatz. Was der Professor sagt, ist durch und durch vernünftig. Wenn du kein Pantoffel hält, dass sich seine Reiter Angriffsallüren verbieten lässt. Bist so ein Dickkopf, glaube ich auch nicht, dass ich. Du bist jetzt einfach so ein Lebensgehirn. Bist du von meiner Seite reißen lassen? Oh nein, Töpfchen! Ich! Also, na gut! Will ich das an den Professor? Danke, Schatz. Ja, ja, ich kann mir schon denken, warum die Generalität keine Frauen in der Truppe duldet. Also auf, liebe Freunde. Suchen wir uns alle Heimlichkeit ein stilles Plätzchen für die Reise.
Mir dünkt, die Heimreise wird ein Quell der Gefahr. Wie der Pfeil. Naja, wir müssen Plätze suchen. Nicht in die Wachen hineinlaufen. Die Befehlslage ist eindeutig. So, jetzt will ich mal kurz was ausprobieren. Funktioniert das etwa? Könnte das möglich sein? Nein, ich glaube nicht, dass das wirklich möglich ist. Fürste Strahl viel zu schnell. Da wären wir dann übrigens zu fit, aber... Ja, also die machen uns momentan gnadenlos platt. Wir gehen alles unter Mühe hinein! Wird auch nicht gleich wieder hinaus! Aha! Eine leere Kiste. Die Tür sind ganz doll Stimmen zu vernehmen. Das stören wir lieber nicht. Wir nehmen die Lampe und werfen sie mal an den Kopf. Oho, hier scheinen ein paar Knöpfe und Schieber in die richtige Stellung gebracht werden zu müssen. Ein Rätsel? Exakt, teuerste. Das übernehme ich. Aha. Ach so, okay, jetzt habe ich es kapiert. Und gleich versaut, wie es aussieht. Die Leuchte saust rum. Hui! Schalten wir an eine andere Stelle. Ja, okay. Diesmal versauen wir es nach Möglichkeit nicht gleich wieder. Aber nur nach Möglichkeit. Moment, ich darf jetzt keinen Fehler machen. Moment, also das nur nach unten. Und dann kann ich das hier raufschieben? Ja, so, gut. Ich bin heute unglaublich schlau. Meine grenzlose Brillanz lässt mich nie im Stich. Und wenn doch, ich weiß, wo ich die Komplettlösung herbekomme. Hä? Wie jetzt? Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, ich habe gerade gesehen, was ich falsch gemacht habe. Ja. Nicht einfach verschiebe irgendwo hin. Ich muss die, glaube ich, so verschieben. Also wäre jetzt mal mein Gedanke, den ich jetzt gerade noch habe. Möglicherweise, eventuell. Könnte der richtig sein, wenn ich... Jetzt wird man schon wieder unterbrochen. Ja gut, dann werde ich das hier erstmal zum Rendern aufgeben und dann... Immer noch nicht. Verdammt mich. Welche Richtung muss ich denn schieben? Ich verstehe es gerade nicht. Ah, jetzt habe ich es, glaube ich, kapiert. Ja. Ha, lächerlich. War ganz einfach. Ha, ich hab's auf Anni Leck mich. Echt. So, jetzt aber. Achso, jetzt. 7-4-0. Wir haben überragende Intelligenz eines echten Masters unter Beweis gestellt. Zutritt gewährt. Und, ach, mein Kuli ist nicht da. Mein Kuli, mein Füller, meine ich natürlich. Schreibt der da noch? 7-4-9-2. Oho, ich bin dabei, ein Kinderspiel. So, ich werde erstmal speichern, Rinderauftrag geben, dann kurz abbrechen, weil ich noch was erlegen muss. Dann geht's weiter. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Mal schauen.